Okay, Leute, wir müssen anfangen, sonst dauert das Ganze hier ein bisschen zu lange. Wir fangen mit dem ersten Thema. Das erste Thema war ja die Serverstabilität und die Bugs. Das dauert gar nicht lang. Ihr könnt natürlich gerne in den Chat hauen. Ich werde das immer versuchen, so ein bisschen mitzunehmen, was ihr da so erlebt habt sozusagen, was den Punkt angeht. Ich will aber, bevor wir das machen, nochmal ein bisschen ausführen, was bei der Close Beta die Situation war und warum man jetzt in der Open Beta so einen großen Fokus auch auf diese Situation gelegt hat. Für diejenigen vielleicht, die das nicht so intensiv mitbekommen haben. Ich habe es ja sehr intensiv mitgenommen, weil ich ja einer von den 11 Battle for New World Teilnehmern war. Und entsprechend ja auch Aufrufe gemacht habe, so, ne, dass man mir folgen kann, dass man für mich mit sozusagen in die Schlacht ziehen kann und wir hier gemeinsam was rocken. Vielen, vielen Dank an Asmina, by the way, für nochmal 5 gegiftete Abonnements. Holy Macaroni, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Also, ne, die Situation war folgende. Ganz viele Leute wollten spielen zur Close Beta, wo gemerkt. Das Ganze ging ja über 2 Wochen oder so. Und haben dann versucht, auf den Server zu kommen. Erster Tag, diejenigen, die da bei mir schon am Start waren, wissen es vielleicht noch. Erster Tag waren 4-5 Stunden, die ich gestreamt habe und nicht eine Sekunde war ich in-game. Es war einfach nicht möglich. Die Server waren komplett lost. So, das hat sich dann ein bisschen gefangen mit der Zeit. Aber grundsätzlich war es leider so, dass sich das Problem über die komplette Strecke eigentlich fast der Close-Beta erstreckt hat. Also, du hattest immer wieder, gerade in der ersten Woche, immer wieder Situationen, wo du dann auf den Server kamst, teilweise nach langem Warten. Ich hatte ein paar Real-Life-Freunde, die mit mir zocken wollten. Der gute Harmless Hank zum Beispiel, ein paar andere auch. Und Patzer, vielen, vielen lieben Dank für dein Abonnement im 2. Monat. Danke, danke, danke dir. Und die haben mich dann irgendwann angeschrieben, meine Freunde, und meinen so zu mir, ey, ich hätte ja mega Bock mit dir zu zocken, so, und ich will richtig, ne, ich will, dass wir das Battle for New World gewinnen. Und ich will hier Action machen und mich einbringen. Aber Digga, ich saß irgendwie heute Morgen 3 Stunden in der Warteschlange, dann habe ich 15 Minuten gespielt, dann gab's einen Server-Crash, mein Platz ist verloren gegangen, jetzt hänge ich wieder seit 2 Stunden in der Warteschlange. So, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Das irgendwann ist halt mal gut und ne, ich gehe jetzt entweder auf einen anderen Server, wo die Situation nicht so schlimm ist wie auf NAV, die war. Oder sie haben sogar gesagt, ey, ich warte bis zum Release, so nach dem Motto. Vielen, vielen Dank übrigens an Noxney, by the way, hier für das gegiftete Abonnement. Danke, danke, danke dir. Ist jetzt ein bisschen verwirrend, das Pilzfarm, der hat nicht mit 1000 hier gecheert, aber ne, das ist hier von einem, wie gesagt, ist ein Video, ne? Ist nur so ein bisschen für euch als Hintergrunduntermalung für meine Talks hier. Also das war die Situation. Die Situation in der Close Beta war, dass die Server unfassbar instabil waren und sehr viele Leute beim Battle for New World gar nicht teilgenommen haben, weil die keine Lust hatten, ne, auf die Warteschlangensituation, auf die ständigen Crashes und so weiter und so weiter. Wir hatten Bugs, diverse Bugs, ne, zum Beispiel den Ausdauerbug und noch ein paar andere. Aber das Schlimmste war die Serverstabilität. Die Bugs waren nervig, so gar keine Frage, die waren sehr, sehr nervig. Aber die waren nicht ansatzweise das größte Problem. Das größte Problem war definitiv die Stabilität. Schön, dass du dabei bist, Half Iron. Einen wundervollen. Willkommen, willkommen. Dein Lurk nehme ich gerne. Ich habe mir eben noch einen bestellt und Urlaub beantragt. Okay, neuen Computer. Geil. Sehr, sehr schön. It's time. Vielen, vielen Dank, by the way, für dein Abonnement. An der Stelle. Wirst du auf den deutschen Server gehen? Da kommen wir noch gleich zu. Also, ne, wie gesagt. Fokus war Serverstabilität. Das war der Fokus. Denn die Serverstabilität war eine Katastrophe, war das Schlimmste, mit Abstand das Schlimmste. Also das muss man sich wirklich nochmal vergegenwärtigen. Wir haben 2 verschiedene Baustellen bei New World. Marvin, sind vielen, vielen lieben Dank, by the way, auch dir für 10 Monate. Ich abonniere auf Twitch eine Ente. Ganz, ganz großartig, ne? Also, wenn wir keine neuen Talente im Lyrikbereich haben, ne? Marvinson kommt hier und hilft uns aus. Vielleicht nicht ganz auf Goethe-Schiller-Niveau, aber ne, da sehe ich einen modernen Poeten. Vielen, vielen Dank dir für deinen Support. Also, es gibt 2 Baustellen. Baustelle Nummer 1, Serverstabilität. Baustelle Nummer 2, Bugs. Das sind die beiden technischen Baustellen. So, die eine Baustelle war eine riesige, die Serverstabilität, und die andere war auch halt eben da, das waren die Bugs. Und so, was haben wir jetzt in der Open Beta gehabt? In der Open Beta hatten wir eine Serverstabilität. Ich habe zwar gehört von Leuten, die meinten irgendwie am ersten Tag hätte es noch Crashes gegeben oder Warteschlangen oder so. Da habe ich nichts von mitbekommen. Vielleicht liegt es daran, dass es auf Antilia einfach nicht der Fall war. Mag vielleicht auf Elysium so gewesen sein. Vielen Dank an Ramirez für dein Twitch Prime. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Aber ich persönlich habe keinen einzigen Crash gehabt und ich habe kein einziges Mal eine Warteschlange gehabt. Nicht ein einziges Mal so. Und das ist, da muss man wirklich sagen, die Serverstabilität war dumm gut. Also die war insane. Das war, ich weiß nicht, was sie da gemacht haben, aber die haben von Vollkatastrophe hin zu überragende Performance sozusagen auf dieser extremen Skala, ne, von ganz, ganz unten angefangen in der Close-Beta Vollkatastrophe und dann in der Open-Beta richtig, richtig gute Performance. Ich weiß nicht, was, an welchen Rädern die da gedreht haben, aber es hat fucking nochmal funktioniert. Also ich glaube, das kann man wirklich anders nicht sagen.
Das war sehr schön, das war sehr, sehr schön. Leider weniger schön waren natürlich die Bugs, beziehungsweise die anderen technischen Fehler, ne? Das ist klar, also es gab, die Soundbugs waren die berühmtesten, weil die jeder hatte. Also ich glaube, es gibt keinen Spieler, der nicht die Soundbugs hatte in der Open Beta. Das war natürlich so ein Ding, das hat wahrscheinlich jeder mitbekommen. Ich hatte auf Elysium, glaube ich, einmal ungefähr 5 Minuten Warteschlange und das war am Starttag abends nach dem Training. Na, siehst du mal. Hatte nicht einmal Warteschlange auf Styx, guck mal, perfekt. Danke für eure Resonanz da an der Stelle, für euer Feedback. Quicksilver hatte einen Crash und Max wartet seit man so wahrscheinlich, war 33 Stunden. Ach, null Wartezeit in 33 Stunden Playtime. Ja, guck mal. Oricolon, schön, dass du dabei bist, Mamon. Jevermeister ist dabei, Anni Scheffel ist dabei, ein wundervollen. Kannst du bei Streamlabs mehr einstellen als Kreditkarte und PayPal? Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Und ja, ich habe da mehr von als von Subs, aber ich müsste mal gucken. Habe ich mich ehrlich gesagt noch gar nicht mit auseinandergesetzt. Also wie gesagt, ne? Bugs waren da, aber die Serverstabilität war insane. Die Bugs waren Soundbugs, die hat jeder mitbekommen. Es gab wohl noch diesen Ausdauerbug, den ich auch in der Close Beta hatte. Und es gab leider, und das ist das größte Problem, es gab leider Bugs bei der Main Story von Leuten. Das habe ich mehrfach, das hatten wir bei uns in der Gilde, hatte das zum Beispiel Doritos, glaube ich, der auch die Zweitgilde leitet sogar. Der konnte die Main Story nicht weiterspielen wegen Bugs da in der Main Story. Das geht natürlich gar nicht. Also das sind Bugs, die sind dann im Game-Breaking-Bereich sozusagen. Das ist schade, das müssen sie dringend hinkriegen, aber ich denke, also das kannst du schaffen in 2,5 Wochen. Zeit. Ich glaube, die Serverstabilität war die wesentlich größere Baustelle. Und da muss man wirklich sagen, das haben sie wahnsinnig gut gemacht. Das haben sie wirklich gut gemacht. Ich hatte einen Laufbug. Bin mehr geflogen als gelaufen. Okay, sehr interessant. Ey, Dudrido, vielen, vielen Dank für deine 300 Bits da an der Stelle. Beta ist insane. Ja, ich weiß, aber danke dir. Unsichtbare Wände hatten Leute, okay. Wie gesagt, ne Leute, haut eure, ich will immer euer Feedback hier haben. Wir reden über diese ganzen Punkte gemeinsam. Das soll jetzt kein Monolog von mir werden. Der Soundbug war auch irgendwie gebietsabhängig bei König. Ja, genau, und es gab ja diesen Fix, dass du dein Inventar öffnen konntest und dann verschwand der Soundbug. Also nicht immer, aber wohl häufig. Das war so ein Workaround sozusagen, so ein Fix, den Leute da gefunden haben. Release jetzt safe? Ja, ziemlich. Also die haben, glaube ich, gestern nochmal offensiver, das würdest du ja nicht so offensiv machen, du würdest schweigen. Wenn du bei Amazon Game Studios den Verdacht hättest, ey, wir schaffen es vielleicht nicht, all das, was wir jetzt in der Open Beta an Problemstellen identifizieren konnten, wir schaffen es vielleicht nicht, das bis zum Release zu fixen. Wenn du dieses Gefühl hättest als Amazon Game Studios, dann würdest du nicht einen Tag später bei Twitter offensiv kommunizieren mit der Welt. Leute, das war die Open Beta, danke für eure Teilnahme, Release ist am 28. Du würdest schweigen und hoffen, und wenn du siehst, es geht, dann würdest du sagen, ja cool, Release. Und wenn du sagst, es geht nicht, dann würdest du so bald wie es irgendwie möglich ist, das halt verkünden. Aber du würdest erstmal noch so ein bisschen pokern. Also die Tatsache, dass sie das gestern nochmal announced haben, würde ich sagen, ist mittlerweile sind es keine 90% mehr, mittlerweile sind es 98% Sicherheit. Das ist Release zu der Zeit. Ich kann auch nicht mehr warten, aber ich kann auch nicht mehr warten. Also, ne, wie gesagt, ich will jetzt hier nicht lange dran hängen, weil wir haben ja 20 Themen heute. Also, Thema Nummer 1, Serverstabilität und Bugs. Kann man sagen, Serverstabilität haben sie ein Meisterwerk aufs Parkett gelegt. Es ist unglaublich. Das war von Katastrophe hin zu richtig gut. Und Bugs waren halt leider immer noch da, aber das müssen sie halt in den Griff kriegen. Es werden auch zum Release Bugs da sein. Das wirst du nicht verhindern können. Aber es muss halt in einem Rahmen sein, wo es nicht Game-Breaking ist, wo du nicht an Stellen kommst im Spiel, wo du dann nicht weitermachen kannst. So. Also erster Punkt, ne? Oh, relativ gut. So.